Eine verbreitete Art. Das hilft nicht viel. Ja gut, dann hätten wir... Eigentlich haben wir nur die Reifenspuren, die uns da ein bisschen helfen. Wir machen mal eine Geoanalyse. Keine Daten für Geoanalyse. Na, großartig. Hm. Würde das bei der Orchidee vielleicht ein bisschen mehr helfen? Weil normalerweise kann man ja da sehen, wo die überall wächst, oder? Ja, genau. Die Orchidee ist sehr verbreitet. Die gibt es in jedem Blumenladen. Ach, verflucht. Können wir vielleicht durch das Papier noch irgendwas erfahren? Ich glaube es zwar nicht, aber vielleicht ist es ja ein spezielles Papier. Nur ein Origami-Geschäft in der Stadt. Ah. Das ist doch interessant. Somit haben wir jetzt auf jeden Fall alles, was uns interessiert. Okay, Akten, Umgebung. Die Umgebung. Von was? Hä, war ich hier nicht gerade? Ja, das haben wir gerade gemacht. Okay, eigentlich will ich ja jetzt zurück. Geht das irgendwie oder muss ich das jetzt weitermachen? Karte? Ja gut, aber ich weiß ja gar nicht, wo wir uns befinden. Das ist eben das Problem. Hm. Machen wir mal Akten. Vielleicht erfahren wir ja dadurch ein bisschen mehr. So. Opfer und Hinweise. Wir machen erstmal die Opfer. 8 Opfer in den letzten 3 Jahren. Ach du Scheiße, sind das viele. Alles Jungen im Alter zwischen 9 und 13. Also sind es doch bloß männliche. Keine Anzeichen von Gewalt. Die Opfer verschwinden tagsüber von öffentlichen Plätzen. Niemand bemerkt irgendwas. Die Leichen tauchen nach 3 bis 5 Tagen auf. Ertrunken. In Regenwasser. Also ist es tatsächlich so, dass die immer nur bei Regen getötet werden. Ja. Okay. Vorgehensweise gegenüber dem Killer. Jetzt wollen wir mal schauen. Das interessiert mich jetzt brennend. Was sie denn da für eine Strategie das haben. Das gleiche Ritual. Ein Origami in der Hand, Orchidee auf der Brust. Die Opfer sind beim Auffinden weniger als 6 Stunden tot. Sie sind also noch ein paar Tage am Leben, bevor sie ertränkt werden. Über 3500 Menschen befragt. Mehr als 100 Verdächtige verhört. Und keine einzige Spur. Das ist aber schon heftig irgendwie. Also wenn man so viele Verdächtige befragt und, ja, dass sie da nichts finden. So, wo wurden denn die Opfer überall gefunden? Der Killer hat einen großen Aktionsradius. Er gewinnt schnell an Sicherheit und verlässt den Ausgangspunkt. Was das Geoprofiling nicht einfacher macht. Boah, ist echt schwierig. Also so, also ein Polizist möchte ich nicht gerne sein. Versuchen wir mal vorgehensweise eine Geoanalyse. Nee, klappt nicht. Okay, also bei der Vorgehensweise klappt gar nichts. Dann entfernen wir das mal. Und dann haben wir das eigentlich alles geschafft. Okay, Ari schließen. Gut, haben wir ein bisschen gearbeitet, haben auch ein bisschen was rausgefunden. Also 8 junge Opfer. Und hat der auch sowas? Oder was ist jetzt mit dem verkehrt? Ja, what the fuck? Was ist da bloß los? Was haben die ganzen Leute? Ich wasche mir lieber das Gesicht. Ja, das glaube ich auch. Also, dann steh mal auf, wenn du es überhaupt noch kannst, mein Freund. Ich muss etwas nehmen. Ich werde sonst ohnmächtig. Ja, toll. Und was soll ich denn alles nehmen? Okay. Ich weiß, ich schaffe das. Ich weiß, ich schaff das. So wie du aussiehst, mein Freund, glaube ich nicht, dass du das schaffen wirst. Oh Gott, ey, ich habe irgendwie... Irgendwie geht's mir gerade gar nicht gut. Kann ich mich bewegen? Ja. So, gibt's da nicht Wasser oder sowas? Was ist denn das hier? Also, ich habe so das Gefühl, der kippt mir hier echt gleich um. Kriegt er überhaupt noch die Tür auf? Ich nehme die Triptonem. Vielleicht bringt das ja irgendwas. So wie es aussieht, nicht.
Weil ansonsten hätte er das Büro jetzt verlassen. Boah, das ist echt gruselig, hey. Was geht denn hier ab? Was macht dieser Origami-Killer nur mit uns? Aber ich hab da auch so eine Theorie, dass irgendwie wir selber dahinter stecken. Aber wieso wachen wir immer an dem gleichen Ort auf mit einem Origami-Hund in der Hand? Deswegen blicke ich das nicht so ganz. Also ich habe da noch nicht so den perfekten Durchblick, den ich mir eigentlich schon erhofft habe. Noch gar nicht. Also ich bin auch noch keiner einzigen Sache auf der Spur. Eventuell kann ja uns der Dude hier helfen. Erzählen Sie ihm, was passiert ist. Es war heute Nachmittag. Ich ging in den Park mit meinem Sohn Sean. Wir haben ein wenig zusammen gespielt. Dann wollte er auf das Karussell, also setzte ich ihn auf eines der Holzpferde. Und als ich mich umdrehte, war Sean verschwunden. Ja, was denn sonst? Um exakt wie viel Uhr waren Sie im Park? Überlegen Sie genau, Mr. Mars. Jedes Detail kann wichtig sein. Es war ungefähr... Was, nicht 16.15 Uhr oder sowas? 16.15 Uhr. Ja, genau. Ich glaube schon, boah, ich bin mir jetzt da nicht sicher. Muss ich jetzt da echt aufpassen, oder? Was trug Ihr Sohn, als er verschwand? Er trug eine Jacke. Die war weiß, oder? Oder, nee, was kommt denn am ersten dran? Beige? Ja, die war beige. In beige. Und eine Hose. Oh Gott. Was war, oh, was hatte die Hose für eine Farbe? Braun? Oder grün? In beige. Ich hab doch gar nichts gedrückt. Wie konnte Sean verschwinden, ohne dass Sie es merken? Waren Sie nicht bei ihm am Karussell? Auf Bank gibt ihm keine Erinnerung. Am Karussell. Doch, beim Karussell war ich. Ja, klar. Ich war nicht weg. Ich hab dem Karussell nicht zugesehen. Wie konnte Sean dann verschwinden, wenn Sie das Karussell die ganze Zeit im Auge hatten? Ich hab keine Ahnung. Ich hab den Blackout-Mann, aber ich kann es ja nicht sagen, oder? Sie waren mit Ihrem Sohn nach der Schule im Park. Sie meldeten sich hier um 20.15 Uhr. Warum sind Sie so spät zur Polizei gekommen? Weil ich ihn gesucht habe. Meine Gott, hey. Ich war in der ganzen Nachbarschaft. Ich dachte, er könnte nicht weit sein. Okay, das war's für den Moment. Sie können gehen, Mr. Mars. Wir suchen Sean die ganze Nacht. Wir werden uns melden, wenn wir Sie brauchen. Ja, cool. Immerhin suchen Sie ihn gleich. Glauben Sie, der Origami-Killer? Hören Sie, vermutlich ist Ihr Sohn nur weggelaufen und kommt bald wieder. Dass man die Leute immer so abspeist, echt krass. Dann haben wir noch 4 Tage, um ihn lebend zu finden. Ja, super, das macht ja einem Mut, oder? Das macht einem Mut. Dann haben wir noch 4 Tage, um ihn zu finden, bevor er getötet wird. Geil. Tolle Aussage übrigens von der lieben Polizei in diesem Spiel. Und wer ist das jetzt? Ach, das ist Grace, oder? Haben Sie ja. Das? Nein, noch nichts. Aber sie suchen die ganze Nacht. Glaubt man, dass es der Origami-Killer ist? Grace, das kann man noch nicht sagen. Aber es ist eine Möglichkeit. Was ist passiert, Ethan? Wie konntest du Sean verlieren? Du hättest ihn nie aus den Augen lassen sollen. Verdammt, ist es denn so schwer, auf ein Kind im Park aufzupassen? Ja, ich war betrunken, lass mich in Ruhe. Mein Gott, immer diese Vorwürfe, ey. Hat Jason zu verlieren nicht gereicht? Ja, so kann man einen Mann auch aufbauen. Ganz ehrlich. Das wollte ich nicht sagen. Ich vermisse ihn so sehr. Ja, sowas ist echt traurig. Kann man nur sowas in einem Spiel einprogrammieren? Hey, das macht einen selbst traurig, wenn man zusieht. Echt verrückt. Aber Sean kann ja auch nichts daran ändern. Ich meine, der weiß ja nicht mal selber, wie er da hingekommen ist. Und der kann es auch keinem sagen, weil ansonsten denken die alle wahrscheinlich noch, er ist verrückt. Oder sowas. Oder hat er wirklich nur diese Blackouts immer, weil er dann irgendjemanden umbringen will? Könnte natürlich möglich sein, oder? Erinnerung, führen Sie die Bewegung langsam mit dem rechten Stick aus. Nein, eine Erinnerung brauche ich nicht. Wir spielen jetzt dann gleich wieder den coolen Privatdetektiv. Wie ist denn der nochmal? Scott? So, Dienstag 21.52 Uhr in einem
Supermarkt. Irgendwo in der Stadt. Ach, wir sind schon da, okay. Ich denke mir doch gerade, wieso kommt da ein Zeichen? Guten Abend, Sir. Sollen wir uns erst umschauen oder wollen wir gleich dahin? Ja, komm, gehen wir gleich dahin. Kann ich Ihnen helfen? Das hoffe ich. Ich bin Scott Shelby, Privatdetektiv. Ich ermittle im Fall des Origami-Killers. Ich hätte ein paar Fragen. Mein Sohn ist tot, Mr. Shelby. Ach, seiner auch? Mehr habe ich nicht zu sagen. Sean retten. Der Killer hat noch ein Opfer entführt. Einen 10-Jährigen. Wie ihren Reza. Hören Sie, ich habe genau 4 Tage, bevor wir seine Leiche irgendwo finden werden. Niemand tat etwas für meinen Sohn. Also, würden Sie jetzt bitte gehen? Mein Gott, ist der... Ist das brutal, hey? Warum sind die mal alle so? Ich habe jemanden verloren. Ich weiß, was ich fühle. Dann verstehen Sie auch, dass ich darüber nicht reden möchte. Oh Gott, geht der jetzt wirklich? Haben Sie Inhalatoren? Meiner ist alle. Dann war ich wenigstens nicht ganz umsonst hier. Ja, ganz hinten, rechts. Danke. Na gut. Also er wollte uns schon rauswerfen. Aber wir kaufen wenigstens noch was. Und was ist das hier? Eine Chipstüte, die unten auf dem Boden liegt und offen. Und wir dappen da die ganze Zeit drüber mit unseren Schuhen. So, ganz hinten hier, oder? Ja. Asthma-Spray. Guten Abend. Oh mein Gott, der sieht aus wie ein Einbrecher. Also wie so ein ausraubender Penner. Gib mir die Kohle aus der Kasse. Keine Ach Gott. Kann ich den irgendwie überwältigen? Scheiße, bist du taub? Mach jetzt die Scheißkasse auf, Mann. Ich glaube, ich sollte mich langsam nähern. Sie haben nicht das Recht, mein Geld zu stehlen. Ich habe hart dafür gearbeitet. Oh Gott, ich muss echt langsam sein. Nein, ich Idiot! Ich Idiot! Wieso habe ich das nicht langsam hochgetan? Hände hoch! Hände hoch! Keine Bewegung, oder ich schieße! Ja, ist ja gut. Ich heb ja schon die Hände hoch, du Idiot. Mein Gott, sind die mal alle nervös. Ruhig. Keine Panik, ganz ruhig. Niemand will sie verletzen. Wir bleiben alle ganz ruhig und alles wird gut. Ja, ich bin cool. Alles wird bestimmt wieder gut. Ich hab Panik, dass er mich jetzt gleich abschießen wird. Vernünftig? Hey, das ist es nicht wert. Weg mit der Waffe. Und gehen Sie. Quatschen Sie mich nicht voll. Kümmern Sie sich um Ihren Scheiß. Oh Gott, ich habe das Gefühl, der knallt mich gleich ab. Name. Ich bin Scott. Und Sie? Wie heißen Sie? Andrew. Ich heiße Andrew. Okay, dann machen wir ein bisschen emotional. Oh mein Gott, ich habe echt Panik. Familie? Ja, ein kleines Mädchen. Ein kleines Mädchen. Sie heißt Jessica. Wo gibt der viel Preis? Was würde jetzt von Ihnen denken? Fragen Sie sich, was wird aus ihr, wenn es schief geht? Helfen. Sie wollen doch keinen erschießen, oder? Oh mein Gott, ich habe jetzt echt... Wir werden ganz bestimmt eine Lösung... Panik, Leute! Killer? Sie sind kein Killer, oder? Sie wollen nur ein paar extra Dollar, kein Blutbad. Ich bin kein Killer. Kein Killer! Ja, also. Ist doch gut. Jetzt nimm doch die Waffe runter und alles ist gut. Nicht schlecht. Fast hätte ich die Scheiße geglaubt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, was geht ab, was geht ab? Wieso ist eigentlich immer dieser Privatdetektiv, der muss immer irgendwas machen. Der muss sich immer schlägern. Ist irgendwie schon witzig. So, das ging aber diesmal schneller als mit diesem komischen bei dieser Prostituierte. Somit verbuchen wir das einfach mal als Sieg. Aber wir haben ihm geholfen. Vielleicht gibt er jetzt einige Sachen preis. Ich weiß nicht, was ohne Sie hier passiert wäre. Na, dann war ich nicht umsonst hier. Schönen Tag. Als mein Junge
Resa. Oh, jetzt gibt das doch Preis. Bekam ich einen Brief mit einem Schließfachschein. Im Schließfach fand ich diesen Karton. Ich weiß nicht, was es bedeutet, aber es ist wahrscheinlich eine Nachricht von dem Mann, der mir meinen Sohn genommen hat. Okay. Sieht interessant aus. Ein Karton, da könnte ja alles drin sein. Vielleicht auch nur ein paar Schuhe. Oder ein Origami-Hund. Nein, eine Origami-Echse. Nehmen Sie den Karton. Vielleicht nützt er Ihnen etwas. Mir hat er nicht geholfen, Resa zu retten. Aber vielleicht hilft er Ihnen, den kleinen Jungen zu finden. Und wer macht eigentlich was gegen den, wo auf dem Boden liegt, bewusstlos? Hat da schon irgendjemand die Polizei gerufen? Ich glaubte schon langsam, dass man nichts Gutes an diesem Ort finden könne. Aber ich habe mich geirrt. Ja, also dieser Privatdetektiv ist eigentlich ganz netter Kerl. Wenn man so überlegt, was da so alles schief geht in diesem Ort, passt der da eigentlich super rein.